Herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit Call of Duty World War II in der Open Beta. Dieses Mal spielen wir in Full HD, maximale Einstellung. Jetzt noch 4K ausgewählt, because of, ich will das hier in 4K aufnehmen. Dann nehmt auch Shadowplay alles in 4K auf. Wenn ich später auf niedrigere Auflösungen wähle, stelle, dann bleibt es auch 4K. Tut mir leid, wegen der lauten Tastatur, aber habe ich mir gekauft und ist eine gute Tastatur. So, maximale Bilder pro Sekunde sind 250. Werden wir nicht in diesem Spiel haben. Ich habe schon ausprobiert. Und ich glaube, der Ton ist auch recht leise oder überhaupt nicht vorhanden. Ich bin eine Testaufnahme gemerkt habe. Nun, irgendwie funktioniert da was nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht drum rumfallen, weil irgendwie Shadowplay es halt einfach auch nicht aufnimmt. Ich nehme einfach mal Team Deathmatch. Denn da haben wir einfach den Deathmatch. Nun, klar, Grafikkarte GTX 1070, 97K als Prozessor, übertaktet auf 4,6 GHz. Grafikkarte ist auch übertaktet halt. Mit 100 MHz und mehr. Okay. Hallo. Genau. So ist es. Oh, jetzt fangen die wieder an zu reden. Hoffentlich nicht viel im Spiel. Sonst übertönen die wieder alles. So, Grafikkarte wird auf jeden Fall voll ausgelastet. Auch speichermäßig, weil in den Einstellungen vielleicht zu sehen war noch, dass der RAM gefüllt wird. Einfach zu Cache-Zwecken. Mhm. Genau, cool, ja. CPU 100%, das war. Okay. Die Karte habe ich noch nicht gespielt. Ich habe jetzt gerade die dritte Runde, die ich spiele. Ich habe einmal in 1080p und einmal in 4K ausprobiert, zwei Runden gespielt. Und läuft natürlich ziemlich gerade echt gut. Auf der anderen Karte, ich weiß gar nicht, wie die heißt, gerade aus dem Kopf raus, lief mit rund 100 FPS. Die hier scheint noch ein bisschen besser zu funktionieren. 40, 50 FPS mehr. Ja, schon nicht schlecht. CPU scheint aber auch dafür etwas höher ausgelastet zu sein. Etwas. Fast 80%. 91, oha. Ich sollte nicht so auf die Anzeige achten, aber über 10 GB liege ich. Ich hatte vor der Aufnahme rund 2,7 GB Auslastung. Okay. Kann man schon sehen, dass das Spiel ziemlich viel nehmen kann. Muss es wahrscheinlich aber nicht. Ich denke mal, das läuft natürlich auch mit 8 GB völlig okay. Aber es ist halt für Ruckler und sowas natürlich wesentlich besser, wenn man ein bisschen was in der Hinterhand hat. So, okay. Ich habe vorhin in der letzten Runde auch schon von anderen Spielern gelesen, dass die Lecks haben. Das kann ja auch natürlich auch sein. Kann ich aber nicht 100% ausschließen, dass es irgendwie am Spiel liegt. Im Sinne von performance-mäßig. Jo. Genau. So ist es. Die CPU ist aber echt schon recht hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es so weitergeht, dass in den nächsten paar Jahren, in so 3-4 Jahren, dann kommen die Spiele natürlich so, dass die Spiele so hoch die CPU auslasten, dass wir hier schon ein CPU-Limit haben mit so einem Prozessor. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Weil 497K ist nicht so viel, nicht so extrem viel schwächer als ein 77K. Ich meine, also gegen einen unübertakteten meine ich jetzt mal. Da kommt, weiß ich, 10% oder 15% Unterschied. Es geht eigentlich. Was ist da drin? Ich bin jetzt gerade echt nicht gut. Vor allem, weil ich gerade am Erzählen bin. Merkt man voll, dass es gar nicht so einfach ist, zu erzählen und sich zu konzentrieren bei sowas. Obst Gemüse ist schon, wir sind in Aachen, der Map Aachen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann dürfte auch alles andere deutsch sein. Finde ich mir ganz cool. Brauerei. Also, bin doch richtig. Komm, wo ist das Bier? Boah, das ist. Ich glaube, die Runde werde ich nicht gut abschließen, aber. Es geht ja auch nur Spaß. Hier sehen wir hier die nächste Waffe. Sieht auch schick aus. Die STG. Ich möchte schon Englisch aussprechen.
mal ein bisschen cooler an. Okay, sehe ich den Gegner kaum noch. Was, die XX? Die XX-Bombe? Okay. Ich habe das Spiel ein bisschen leise. Es kann sein, dass es im Hintergrund zu hören ist, weil ich habe es über Lautsprecher gerade an. Surround und so. Oh, erster Kill. Oder? Zweiter Kill. Okay. So. Nächster Kill. Nimm seine Waffe mal. Oh, schade. Ich merke auf jeden Fall, dass ich gegenüber vorhin im 4K fühlt sich das mit über 100 FPS doch ein ganzes Stück intuitiver an. Also direkter. Intuitiver falsch, aber direkter auf jeden Fall. Als ob das irgendwie so eine Verzögerung gäbe. Im Moment unter, weiß ich nicht, 80, 70 FPS. Oh, das war gut. Ich war gerade selber überrascht, dass ich das gerade hingekriegt habe. Jetzt sind wir über 12 GB RAM. Das hat kaum ein anderes Spiel überhaupt hinbekommen bisher. Also bis jetzt nur Ark und Minecraft. Ich glaube, bei beiden war es ein Bug. Das ist... Nein, leg ich mich denn... Die Überforderung ist sofort da. Seit man die Taste Chat gestartet hat, geöffnet hat. Geöffnet. Gedrückt hat. Meine Güte. Ah, es gibt so nett. Hallo, Achtung. Ich spiele wieder richtig schlecht. So ist das mal. Nebelgranate. Himmel, er verblutet. Hölle. Oh, das Zeichen dort auf Flexe, ne? Das hier links, in der Mitte, circa. Aber der Anzahl an Spielern, die gerade spielen wollen, kann ich es gar nicht, verdenken, dass die Server da so ein bisschen an ihre Grenzen kommen könnten. Obwohl sie eigentlich damit rechnen müssen, immer. Bei solchen Tests. Dass die Spieler erstmal die Server überrennen. Vor allem am Anfang. Oder was dann mal. Beta! Nein. Kann ich hoch? Was? Okay. Das hat nicht getroffen. Das hat auch nicht getroffen. Aber ich gehe mal in die Knie. Ja, so geht das. Ja. Deutschland siegt. Bin ich für. Hallo, das hat auch... Das hat getroffen. Das hat auch getroffen. Ich schalte mal nach. Sehr schön. Drei Stück. Ich kann das machen. Oh, ich habe ein Telefon dabei. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich ein Telefon dabei habe. Das ist wie ein Handy. Früher. Zum Telefonhörer. Ich bin doch gar nicht hier. Achtet mich nicht. Verdammt. Nun. Ich glaube, die Runde geht länger, als ich dachte. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich eine andere Klasse auswählen kann. Also, ich denke schon. Aber ich weiß gerade nicht, wie. Oh. Ah, falsche Taste. Ich will immer hier so... was wollte ich drücken? F. F ist bei... Bell vielleicht mir auf F gelegt. Deswegen liegt es ja noch genau in der Intuition. Muscle Memory, könnte man sagen. Da ist jemand da vorne. Kann ich denn... Nee. Da ist keiner mehr. Ich bin nicht in der Sekunde auf jeden Fall. Ja, jetzt ist da wieder einer. Ja. Nachladen, schnell.
schnell darunter. Ja. Immer schön die Zeit auf der Hand haben. Schnell zur Hand haben. Das haben wir im Battlefield gelernt. Das funktioniert auch in Call of Duty. Die Pistole ist immer schneller als nachladen. Au, 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 wo kommt's her? Zu zweit oder zu dritt sollte das funktionieren, eher gesagt. So, da hinten müsste doch irgendwo. Da war einer. Da. Ha. Toll. Den haben wir nicht angezeigt, dann ist man gleich im Arsch. Ja, so geht das. Sehr cool. Sehr schön. Bronzestern. Heldenhaften Einsatz. Gucken wir uns das noch an. Heldenhaft bin ich gestorben. Toll. Und damit erstmal bis zum nächsten Video. Tschüss.